Heute zu Gast im Studio haben wir den CIDO Markus Sontheimer. Kommen wir nochmal zu deinem Studium. Mhm. Doppelfrage: Hältst du noch Kontakt zu deinen Kommilitonen und kannst du dich an irgendeinen Schabernack, irgendeine Anekdote erinnern aus deiner Studienzeit? Ja, also ich sag mal so, natürlich halte ich noch Kontakt. Ich hatte den Vorteil damals, dass ich eben auch in die Studentenverbindung eingetreten bin. Da ist ein organisierter Kontakt geblieben. Ich engagiere mich ja jetzt eben auch im Verein der Freunde. Das ist einfach jetzt auch die Phase mit über 50, wo man mal zurückgibt. Ich habe selber Kinder, die studieren. Da war der Verein der Freunde, bietet sich eben auch an, zurückzugeben. Von dem her, den Kontakt zu halten, glaube ich, ist extrem wichtig. Wir haben überall Management-Leute in der Industrie, die in meinem Semester war. Einer war Europachef bei Thyssen Aufzüge. Man hat da überall, viele auch im Mittelstand in der Geschäftsführung. Und dieses Netzwerk trägt einen. Und das geht eben nur, wenn man eben Kontakt hält, weil das Zentrum bleibt die Hochschule. Deswegen glaube ich, kann ich das nur jedem empfehlen, auch dann in Alumni einzutreten, zu gucken, wie kann ich den Kontakt halten. Während der Studienzeit, also wir hatten natürlich, der Höhepunkt damals, und es gibt es im Moment leider nicht mehr, war natürlich das WI-Fest. Ja? Also die WIler haben eine Party organisiert im Jahr. Das war die Party. Ja? Und ich denke jetzt, man sollte wahrscheinlich in Göppingen, egal wo, ja, man sollte mal wieder so einen Höhepunkt für die Gesellschaft organisieren, organisiert bei WI. Und das war ein absolutes Thema für uns, das Management dieses Riesen-Events, die Party danach. Wir sind mit dem verdienten Geld dann nach Moskau gereist. Das war natürlich ein absoluter Höhepunkt. Aber ich muss auch sagen, das Studium insgesamt, die WG, in der ich gewohnt habe. Also es gibt schon, das Studium ist schon ein ganz besonderer, toller Lebensabschnitt. Die Lernkurve, wie man sich verändert, wird fast nie wieder so steil sein wie in diesen kurzen 3 Jahren. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.